Hallo, die ist wieder Dixie und Squatter mit Lufia 2 Rise of the Sinistrals. Wie ihr seht, ist auch Gordo mittlerweile so weit, dass er in die nächste Metamorphosestufe, beziehungsweise die vorletzte Metamorphosestufe aufsteigen kann. Na, mal sehen, was nun aus ihm wird. So, das sieht doch schon relativ mächtig aus, würde ich meinen. Und ich denke auch, dass Gordo das Kapselmonster sein wird, das ich ins nächste Gebiet mitnehme. Ein Elliot. Was ist ein Elliot? Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr da was wisst. Naja. Gut, unsere Gruppe ist allerdings immer noch nicht stark genug für meine Bedürfnisse. Maxim soll auf jeden Fall noch Level 34. Hoch und Seelan noch Level 30. Das werde ich jetzt auch gleich erledigen. Deswegen sehen wir uns gleich wieder, Leute. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Unsere Charaktere sind auf einem Level, der mir ganz gut gefällt. Und dann machen wir uns mal auf den Weg. Ich möchte mal das ausprobieren, ob das tatsächlich so funktioniert. Aber ich muss da nach oben, ne? Ja. Funktioniert das jetzt wirklich? Ja komm, auf der langen Strecke werden mir längst Monster begegnet. Für die Strecke mache ich das jetzt mal. Ich werde das später nicht wieder machen, keine Sorge. Aber es ist einfach interessant, dass jetzt gerade mal... dass das echt funktioniert. Damit kann man sich ja viel leichter machen. Mal kurz einen Moment, ich mach mal lieber so. So, das Mikro mal ein bisschen mehr zu den Boxen hinrichten. So, der Nordberg. Okay, die vier bewegen sich jedes Mal zweimal. So, das wäre der direkte Weg, auf den habe ich keine Lust. Und hier sollen wir irgendjemanden suchen, der hierher gegangen ist und noch nicht zurückgekommen ist. Na, mal sehen. Ah, da kommt eine Leiter hin. Okay. Na gut, na gut. So, ja. Ich muss noch das Kapselmonster wechseln. Ja, während des Erfahrungssammelns hatte ich mir eigentlich überlegt, dass ich auch Avor noch auf die vorletzte Stufe bringe, aber... ach so. Ja, das dachte ich mir. Ach, ein Bäumchen. Ne, ich habe lang genug Erfahrungen gesammelt. Ich möchte jetzt auch von euch in Ruhe gelassen werden. Dann halt nichts, dann klopp ich euch halt kaputt, mir auch wurscht. Was ich nebenbei interessant fand, dass diese Wüstenviecher, diese Sabberblobs, diese Grünen, dass die solche Bäumchen hier als Verstärkung rufen konnten, in der Wüste. Das machte irgendwie beides nicht viel Sinn. Verstärkung, okay. Wenn sie dasselbe nochmal rufen, was sie selber sind, dann... ach so, du blockierst mir einfach nur den Weg. Verstehe. Möchte ich aber nicht... geht's nicht durch. Boah, das war fast nicht schaffbar. Irgendwie habe ich es aber doch hingekriegt. So, ja. Aber in der nächsten Stadt kommt Avor auf jeden Fall auf die vorletzte Metamorphose-Stufe. Dann wird es wahrscheinlich nicht lange dauern, bis wir das nächste Wesen finden. Denn das Ganze mit dem Füttern darf ja nicht aufhören. Was wäre das denn bitte? So, hier nochmal überprüfen. Kann man auch nicht rein. Soll mir recht sein. Hey, die kann sich ja tatsächlich zur Seite bewegen, die Pflanze. Lässt mich aber trotzdem bitte in Ruhe. Auch wenn ich glaube, dass es hier am Berg nochmal andere Pflanzen gibt. Blöde Schlagbäume.
Braucht doch niemand. Naja. Irgendwo werden sich schon noch Geheimnisse befinden. Dauert halt noch ein bisschen. Und ich meine, das ist jetzt ja auch kein... Das ist jetzt ja auch nicht unbedingt ein Gebiet, bei dem man erwarten würde, dass jetzt so viel... Ups. Ich hasse diese Viecher. Egal in welchem Spiel, sobald Insekten auftauchen, machen die mir Probleme. Mit sowas zum Beispiel. Oder einfach mit der Tatsache, dass diese Viecher so unglaublich viel... Ja, unser großer Drache flüchtet vor Bienen. Ich meine, gut, es sind große Bienen, beziehungsweise große Insekten. Aber dennoch... Wie gesagt, ich hasse diese Viecher. Wenn alles, wenn all das Gras wächst, der Held zur offenen Türe wetzt. Wetzt, okay. Ja, wahrscheinlich, wenn ich drüber laufe. Erstmal hätte ich aber gerne das hier. Moment. Danke. Lasst mich alle in Ruhe. Ich will nicht. Ich mag nicht kämpfen. Okay, seid ihr bloß ihr. Euch kriege ich auch so weg. Mir kommt die Musik schon wieder so leise vor. Leider hilft im Gegensatz zum Fernseher auch nichts. Hilft es mir nichts, wenn ich dagegen klopfe. Oh Gott, im Falle des Fernsehers ist es weniger ein Klopfen als ein Schlagen. So, hier haben wir einen Schlüssel. Wofür sollte der Schlüssel denn sein? Warum gibt es in einem Berg wie diesem überhaupt irgendwo eine Tür, die derartig verschlossen wird? Blöde Pflanzen. Wobei die mir, was die Gegner in diesem Gebiet hier betrifft, immer noch am liebsten sind, weil ich die relativ leicht besiegen kann. Der Glutball macht genügend Schaden und wir haben drei Nahkämpfe, die einfach draufhauen und die Viecher mit dem nächsten Schlag erledigen. Da meistens muss nicht mal DK was machen. Und das finde ich gut so. Diese aggressiven Bäume immer. Nee. Nein. So. Yep. Könnte sein, dass ich es jetzt schon wieder verbockt habe, oder? Moment. Ich komme hier rein. Genau. Gut, wie mache ich das denn? Nein, so nicht. So auch nicht. Wird irgendeinen Grund haben, dass wir hier von zwei Seiten rein können. Ja, okay, dann machen wir es halt so. Ja, nee. So, jetzt halt einfach noch. Zack. Und zack. Ja. Sind auch wieder... Nee, das sind keine Nachwachsenden. Was steht denn hier Schönes? Den Feuerpfeil scharf geschossen, das Gras mit Flammen übergossen. Eine hübsche kleine Verbesserung für unseren Pfeil. Das war neben... Achso, nee. Das war nebenbei die Fähigkeit, an die ich damals in der Höhle als erstes dachte, wo wir dann die Bombe brauchten. Wobei es wenig Sinn machen würde, dass wir den als erstes erhalten. Das ist schon richtig. Moment. Hier. Nein. Hier. Auch nicht. Was passiert denn, wenn wir die Gegner damit treffen? Wobei, ihr seid bloß... Moment, Wasser. Amok-Golem. Die Alten mochten keinen... Nein, ich schätze mal, dass wir... Ich setze mal Aquata ein. Vielleicht mögen die keinen Aquata.
Nein, Aquata mögen sie ganz gerne. Ich musste unbedingt wissen. Naja gut, ich hätte schon irgendwo gerne mal alle Gegner wenigstens ein einziges Mal gesehen. Es sei denn, es sind irgendwelche Insekten. Die Erfahrung kann mir gerne erspart bleiben. Gordo! Na ja, gut, wenn man so einem Monster eine gescheuert bekommt, das kann einem schon den Spaß verderben. Ist ja klar, ne? So. Maximes Mana brauchen wir sowieso für nichts anderes. Da kann der sich ja als Heiler auch mal engagieren. Dass dieses Bäumchen nicht einfach abfackelt. Ich hätte nichts dagegen. Die paar Erfahrungspunkte können mir getrost egal sein. Moment. Das war eine verdächtige Ecke. Nein, hier ist auch nichts. Nein, auch nichts. Wow, ist das gut versteckt. Meine Güte. Moment, da war noch eine... Nee. Oh, ist ja herrlich. Wächst wahrscheinlich auch wieder nach, oder? Nein, offenbar nicht. Achso, ja klar. Ist ja nicht so tragisch. So. Rätsel Nummer 1. Achso, und den Topf muss ich dann irgendwie... Ach so, das ist das... Pokémon-Rätsel. Ach so, das ist jetzt, damit ich es mir ansehen kann. Ja, darf schon drüben bleiben. Ich nehme an... Ja, ich glaube, so muss das gehen. Einfach mal drauf los. Wird schon schief gehen. ich fürchte, dass es das wird, ja. So, hier brauchen wir noch einen... Weg um... Verflucht, verpackt. Ja, ganz toll. Ach so, dafür war die ganze Sache da. Herrlich, super. Nein, bitte nicht. Greif doch Gordo an. Jetzt, wo ich flüchte, natürlich nicht, nein. Nee, also auf 3 Panzerbienen habe ich definitiv keine... Bloß die Panzerbienen sind... Die sind absolut zum Heulen. Verdammt! Na, jetzt haben sie uns... Okay. Naja, damit kann ich noch leben. Hoffe ich zumindest. Ekelhaft. Ich bin einmal falsch abgebogen. Ich glaube, das war. Ich glaube, dass ich nur einen Fehler gemacht habe und ich hoffe mal, dass da unten nichts ist. Achso, die muss ich nicht mehr machen. Okay, gut. Also, ich denke mal, der Weg hier war schon soweit richtig. Allerdings muss ich jetzt hier so abbiegen. So.
Wie mache ich das jetzt? Ja, ich glaube, ich habe einen Plan. So, 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 so. Ja, genau, passt. Tadam. Alles klar. Nein. Nein. Ha, bin ich gut. Nein, nicht wirklich, das ist der auch. Der geifert schon wieder? Nee, nee. Aber der Raum muss schon untersucht werden. Gerade so. Gerade solche Räume, die so weitläufig sind, bieten da eigentlich immer ziemlich gute Möglichkeiten, irgendwas zu verstecken. Na gut, dann fangen wir mal an, uns da langsam herüber zu hangeln. So. So. Da komme ich bloß wieder zurück. Das wäre relativ sinnlos. Na komm. Ja, ja. Schon klar, du dummes Viech. So. Großzügige Möglichkeit, wieder runterzufallen. Aber das Angebot lehne ich dankend ab. So mehr oder weniger dankend. Schaffe ich sogar, ohne dass das sein muss. Hihi. So. Es könnte dann demnächst mal ein Speicherpunkt auftauchen, wenn ich ganz ehrlich bin. Das sieht sehr sicher aus. Äußerst stabil. Ja, doch. Stabile Bauweise. Habe ich schon immer bevorzugt. Das Ding, dachte ich mir. Auch diese Platte sieht äußerst stabil aus. Kracht garantiert nicht runter, wenn... Ist so, das Gewicht hält der Boden nicht. Ja, das dachte ich mir, wie gesagt. Na, dann komm mal her, du. Ups. Und runter mit uns. So, das war wahrscheinlich eh alles. Mensch, nicht ein Versteck hier drinnen. Okay, diesmal komme ich von der anderen Seite und benutze den Schlüssel. Ist das das ist dann wahrscheinlich die Person, die wir da holen sollen. Bist du Sartas? Ja, der bin ich. Wer seid ihr? Ich bin Maxim. Ich verfolge jemanden, doch alle Schiffe in Alea wurden versenkt. Alle Schiffe? Auch mein geliebtes Schiff? Das kann schon sein. In Alea konnte ich kein einziges intaktes Schiff entdecken. Wenn ich den erwische. Was machst du hier? Ich suche den Auderbaum. Mit seinem Holz kann ich ein ganz besonderes Schiff bauen. Sobald ich den Auderbaum gefunden habe, werde ich das beste Schiff der Welt bauen. Aber das Monster da vorne ist zu stark, deswegen sitze ich hier und kann nichts unternehmen. Wir werden uns um das Monster kümmern. Seid ihr sicher? Natürlich, aber im Gegenzug musst du uns auf den Ostkontinent bringen. Ja klar, sobald ich das Schiff fertig gebaut habe. Abgemacht. Es ist irgendwie ver... Das könnte er sein. Er? Sie wohl eher. Könnten sie... Moment. Dreimal stärker. Passt. Alle Gegner... Komm, einmal Löwenherz. Vor allem, weil er früher dran ist. Das heißt, die Attacke von
Ja, ich probiere es mal. Also, man kann nicht gleich mal überprüfen, welche Schwäche die haben. Sie macht bitte mal Tornado. Katzen, was zum? Was haben denn eure Attacken für Namen? Nee, nee, nee. Ja, wirkt ganz gut. Feuerfaust, ja. Ja, das Wasser da nicht viel machen wird, dachte ich mir. So, und jetzt darf Deka mal ordentlich draufhauen. Oh ja. Das war schade. Alles klar. Na gut, dann. Machst du mal einen Bomber? Du wirst mal ein. So ein hier auf den da. Und die macht mal bitte ein Stärker auf alle. Stark ist in dem Fall ein bisschen. Ach, verdammt. Nein. Wir haben schon mal einen weg. Mist jetzt. Jetzt haben wir ein Problem. Wieso konnte er nicht einfach Deka angreifen? Na gut, dann kann er jetzt auch mit der Chaoskralle anrücken. Wobei, nein, nein, Moment, Moment, Moment. Er. Nein, Krafttropfen. Was war denn das nochmal was? War es der Zaubertrank? Nein. Teilweise. Haben wir nicht was Besseres? Heilsirup? Na. Der Heiltrank wird schon fürs Erste tun. So, dann machst du halt mal eben stärker auf alle. Jep, sehr gut, dass du Deka angreifst. Damit kann ich arbeiten. Er ist früher dran erzählen, das ist nicht unbedingt gut, aber. Ja, okay. Das geht. Erledigt. Sie ist gerade noch rechtzeitig wieder aufgestanden. Gut. Gordo hat auch wieder ein Level. Sehr schön. So, gleich mal speichern. Ich habe in dieser Höhle fast nichts Anständiges gefunden. Das ist verdächtig. Das ist mir viel zu verdächtig. Ich glaube, hier gehe ich später nochmal außerhalb der Aufnahme rein. Das ist. Wie bist du jetzt plötzlich mitgekommen? Ist der vorhin mindestens mit? Keine Ahnung. Ja, ein großer Baum. Der Baum, den wir suchen? Ja, ganz sicher. Kannst du aus diesem Baum ein Schiff bauen? Natürlich, ich kehre in die Stadt zurück und hole Hilfe. Warte. Entschuldigung. Was ist los? Das dauert zu lange. Wie bitte? Komm hierher und stelle dich ganz nahe an uns. Seelan, wir sind soweit. Okay, Pap. Das war viel zu hoch, ich weiß schon. Das ist also ein Warp? Achso, das war keine Frage? Okay. War das dein erstes Mal? Ja, ich kenne nicht viele Menschen, die über Zauberkräfte verfügen. Mir wird schlecht. Du bist zauberkrank, das ist so ähnlich wie die Seekrankheit. Beim Klabautermann, ich war noch nie krank und schon gar nicht seekrank. Du wirst dich schon noch an die Zauber gewöhnen. Der kommt nicht mit uns mit, glaube ich. Nein, danke, ich bleibe lieber bei meinen Schiffen, dachte ich mir doch. Bevor ich vergesse, ich muss noch Holz für das neue Schiff besorgen. Ihr könnt da in ein paar Tagen vorbeischauen, dann sollte das Schiff fertig sein. Ein paar Tage? Die Seeleute scheinen das Wappen nicht sehr zu mögen. Ich liebe das Warpen. Eine Reise auf einem Schiff dauert mir zu lange. Aber man kann nur die Orte aufsuchen, die man schon einmal betreten hat. Das bedeutet, dass wir mit einem Schiff fahren müssen, ob wir wollen oder nicht. Ja, stimmt. Was wollen wir anstellen, bis das Schiff fertig ist? Wir bummeln ein wenig in der Stadt herum und ruhen uns aus. Also, fällt mir ein, ich habe noch etwas zu erledigen. Ich auch. Ich werde die Stadt noch nicht verlassen. Ich werde mir hier die hübschen Mädchen mal betrachten. Bei meinem Charme.
Keine ganz gesunde Frau fällt auf deine Anmache herein. Abwarten. Warum so selbstsicher? Du hast es nicht so mit angeben könntest. Maxim, wir schauen uns die Steine mal an. Männer! Ja. Naja, naja. Na gut, haben wir das komplette Gebiet in einer Folge geschafft? Das ist nicht verkehrt. Nein, ciao. Ja gut, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöder. Aber da muss ich halt mit den beiden mal eben zum Berg schauen. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, als hätte ich da einiges liegen lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Lufia 2 Rise of the Sinistrals wieder. Ich bin der Xi. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.